Geben Sie die her! Geben Lass Sie die Sie her! Bitte! Sie das ganze dreckige Schwein! Verschwinden Sie! Lassen Sie mich und doch damit nicht los! Da! Hören Sie, wenn er Sie verfolgt, dann müssen Sie diesen Mann anzeigen. Ich weiß, Sie haben große Angst, aber gerade deswegen ist es wichtig, dass er eingesperrt wird. Können Sie garantieren, dass er eingesperrt wird, bevor er mich umbringt? Er darf mich einfach nicht finden, dafür muss ich sorgen. Ich hoffe, Sie denken darüber nach. Jetzt werde ich Ihnen erstmal ein Rezept für ein Antibiotikum ausstellen. Nehmen Sie zurzeit Medikamente? Nein. Da runter, bevor du dir noch das Genick brichst. Jill, wie sieht es aus? Es sieht so aus, als ob du den Verstand verloren hättest. Was machst du denn da oben? Ich bring das Haus auf Vordermann. Du könntest dir doch einen Maler holen. Hey, ich dachte, du bist stolz auf mich. Du siehst ja eine starke, selbstständige Frau. Das ist Frauenpower. Also ich meine nur, das Haus hätte warten können, bis dein Geschäft richtig läuft. Aber ich konnte nicht warten. Das Haus muss in Schuss gebracht werden. Ich will nämlich einen Untermieter reinnehmen. Oh mein Gott, aber wozu? Ich find's schrecklich, dass niemand da ist, wenn ich nach Haus komme. Oh Mama, du musst der Realität ins Auge sehen und dich daran gewöhnen, allein zu sein. Ich hab mich daran gewöhnt. Und ich hasse es. Ist das realistisch genug? Mama. Hast du mir was mitgebracht? Meinst du? Also Peter und ich haben dir das auf der Reise besorgt. Ihr seid zusammen verreist? Wieso nicht? Wir schlafen seit vier Keine Monaten. Keine Einzelheiten, danke sehr. Seit wann kennst du dich mit Wein aus? Ich nicht. Aber Peter kennt sich aus, erst immerhin 22. Ja, dieser alte Mann, erinnere mich nicht daran. Ach, kannst du ihn nicht einfach annehmen? Wir haben ihn aus einer tollen Weinkellerei in Napa. Dazu bringt er dich also, in Weinkellereien rumzuhängen? Kannst du nicht mal runterschalten, Mama? Wir haben eine Führung gemacht. Ich dachte, du freust dich, wenn wir an dich denken. War wohl ein Fehler. Ich freue mich. Danke, Jill. Ich heb ihn für einen besonderen Anlass auf. Ja, ist in Ordnung. Ich hoffe, du hast nicht vor, mein Zimmer zu vermieten. Du hast kein Zimmer, du bist ausgezogen, vergessen? Das ist doch ganz normal, wenn man aufs College geht, Mama. Und hast du deinen Vater gesehen? Wir haben zusammen gegessen. War die Silikonkönigin da? Ach komm, sie heißt Jacqueline, Mutter. War sie da? Bitte. Nein. Glaubst du, dass du sie irgendwann mal gemeinsam siehst? Ich meine, dein Vater und Jacqueline, die... Irgendwann sicher, Mama. Soll ich meinen Vater gar nicht mehr sehen? Erwartest du das? Ja. Hey, wie würdest du das finden, ehrlich? Ziemlich schrecklich, wenn du es genau wissen willst. Du hast recht. Es tut mir leid.
Es geht mir wirklich schon viel besser. Man sieht's vielleicht nicht, aber es stimmt. Ich habe mein Leben im Griff und so weiter. Ja. Mama, warum willst du dir einen Fremden ins Haus holen? Wegen der Gesellschaft. Und weil ich das Geld brauche. Ja, okay. Ich muss jetzt los. Hey, komm doch noch rein. Ich habe Sandkuchen gebacken. Ich habe keine Zeit. Ich muss wirklich zurück zur Uni, Mama. Er hat sogar Zitronenguss. Ah, ich glaube, ein Stückchen nehme ich doch. Hab keine Angst, warum nur ich bin. Ich werde dir nicht wehtun. Komm her. Schon gut. Ist ja gut. Ich kann das hier fertig machen. Du solltest lieber nach Hause gehen und ein bisschen schlafen. Nach Hause? Ich kann nicht dahin zurückgehen. Heute Morgen, als er bei der Arbeit war, habe ich mich gerade so weggeschlichen. Naja, du könntest erst mal bei mir wohnen. Meine Familie hätte nichts dagegen. Ich komme schon klar. Wirklich. Naja, wenn ich irgendwas für dich tun kann, lass es mich wissen. Ja, danke. Wird schon schief gehen. Klar. Was für ein wunderschönes Haus. Dieses Zimmer liebe ich besonders. Es ist sehr ruhig. Ray hat es als Arbeitszimmer benutzt, als wir jung verheiratet waren. Ray ist mein zukünftiger Ex-Mann. Das ist toll. Ich finde, es hat die schönste Aussicht vom ganzen Haus. Unglaublich schön, dieser Garten. Ist das ein Baumhaus? Ray hat es für unsere Tochter Jill gebaut in dem Sommer, als sie ihre Zahnspange kriegte und sich verstecken wollte. Ich habe nichts dagegen, wenn ihre Freunde zu Besuch kommen. Ich bitte sie nur, nach 22 Uhr nicht allzu laut zu sein. Ich bekomme nicht viel Besuch. Ich lebe mehr oder weniger im Labor. Im Labor? Ich mache gerade meinen Doktor in Bakteriologie. Oh, das klingt ja sehr beeindruckend. Genug gesehen? Ja, danke. Bakteriologie? Also hier werden Sie keine finden. Was? Bakterien. Sie können alles aus den Küchenschränken benutzen. Oh, nur bitte diese Kristallgläser nicht. Die haben meiner Mutter gehört. Sie stellen alles wieder dahin, wo Sie es vorgefunden haben, und wir werden uns prima verstehen. Oh, das ist Bhaskar, mein Liebling. Oh, meine Güte, ist der süß. Sie sind doch nicht allergisch, oder? Nein, ich liebe Tiere über alles. Er ist ein großer Ratten- und Mäusejäger. Hey, Ratten sind meine Freunde. Oh. Ich meine natürlich nur beruflich. Darf ich fragen, warum Sie umziehen wollen? Das ist eine lange Geschichte. Sagen wir einfach, ich brauche viel Zeit für mich allein. Verstehe, genau wie ich. Ich meine, ich habe keine Marotten oder sowas ähnliches. Die habe ich auch nicht. Kommt ganz drauf an, wen Sie fragen. Wo wir gerade davon reden, ich habe meine Referenzen dabei. Hier. In der Anzeige steht 450 im Monat. Einschließlich Wasser- und Betriebskosten. Ich will ein bisschen sparen, deswegen versuche ich, die Kosten niedrig zu halten und stelle die Zentralheizung nicht an. Aber im Winter können Sie einen Heizofen benutzen. Ist das in Ordnung? Sicher. Ich sehe toll aus in der Strickjacke. Und was ist oben? Oh, da ist mein Schlafzimmer. Und das meiner Tochter. Sie ist weg zur Uni. Und das Dachgeschoss. Zur oberen Etage haben Sie keinen Zutritt. Es tut mir leid. Ist das okay? Höre ich mich zu streng an? Meine Tochter Jill sagt, ich kann so streng sein. Es ist voll in Ordnung. Wirklich. Sie stellen die richtigen Fragen und Sie legen die Hausordnung fest. Das ist sehr gut. Ich hoffe nur, Sie fühlen sich nicht eingeschränkt. Ray hat früher gesagt, wenn es um dieses Haus geht, dann werde ich zu einem richtigen Tyrannen. Ich nehme das Zimmer. Sie wollen nicht noch mal darüber nachdenken? Ich habe darüber nachgedacht. Es ist perfekt. Was meinen Sie?
Na ja, wenn Ihre Referenzen in Ordnung sind, sicher. Dann werden wir uns einig. Oh, toll, danke. Ach, haben Sie eine Alarmanlage? Ja, die habe ich. Na ja, zwei Frauen ganz allein. Das hier ist eine sehr sichere Gegend. Tja, gut zu wissen. Danke für die Führung. Bitte sehr. Ich hoffe, ich höre bald von Ihnen. Also dann. Wiedersehen. Ja, Lara Lewis hat sie als Referenz genannt. Sie sagte, sie arbeitet für sie. Stimmt, genau. Sie ist fantastisch. Was möchten Sie sonst noch wissen? Ich möchte sie eventuell hier einziehen lassen. Würden Sie sagen, dass sie zuverlässig ist? Ja, hundertprozentig, ja. Ist sie sauber und ordentlich? Also in dieser Hinsicht sind wir hier geradezu fanatisch und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie... Wie gut dieses Labor in Schuss ist, seit sie zu unserem Team gehört. Sie empfehlen sie also? Ja. Sie haben Glück, dass Sie sie bekommen. Sie ist eine Perle, ein richtiger Engel. Ich danke Ihnen. Genau das wollte ich von Ihnen hören. Danke. Naja, also eine Perle geht ja noch, aber ein Engel? Wieso? Das war mein erstes Referenzgespräch. Ich war richtig nervös. Schön, ich danke dir. Ich hätte sie nicht bei meinem letzten Vermieter anrufen lassen können. Und du kennst mich besser als jeder andere hier. Ja, sicher, nur ich finde noch lange nicht gut genug. Aber das könnten wir ja ändern. Weißt du? Vielleicht gehen wir essen. Oder irgendwas. Irgendwann einmal. Ja. Irgendwann vielleicht. Na schön, also dann bis später, Lara. Ich brauche dich mindestens noch eine Woche hier. Nein, brauchst du nicht. Vertrau mir. Das hast du schon in der Schule immer gesagt, wenn du mich in irgendeinen verrückten Plan reinziehen wolltest. Ich habe dich tagtäglich über einen Monat lang beobachtet. Und es gibt nichts, was du über diesen Laden nicht weißt. Außer wie ich ihn führen soll. Patty, jetzt hör mir gut zu. Ich habe in San Francisco alle Hände voll zu tun. Ich hätte nie einen zweiten Laden eröffnet, wenn ich nicht wüsste, dass du ihn führen kannst. Ich kann dir nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Du hast mich gerettet. Oh, das ist kein Gefallen. Das ist kein Gefallen. Es ist mir eine Freude gewesen, dich endlich wiederzusehen und zu sehen, ich weiß es nicht, wie du aufblühst. Ich aufblühe? Mhm. Hör auf, sonst werde ich sentimental. Nein, du wirst deine Sache gut machen und ich verschwinde jetzt. Bis bald. Bis bald und gute Reise. Perfektes Timing. Keine Sorge, sowas wird nicht zur Gewohnheit. Ich wollte Sie einfach nur überraschen. Das haben alles Sie gemacht? Mhm. Oh mein Gott. Oh mein. Sie haben all diese Dinge selbst zubereitet? Mhm. Mein Vater ist Chefkoch. Er hat in Paris gelernt. Ich kann das alles von ihm. Ich kann mich nicht erinnern, wann jemand zuletzt was für mich gekocht hat. Wir sollten miteinander anstoßen. Oh, Moment, warten Sie. Ich werde die Weingläser meiner Mutter holen. Gute Idee. Oh, ich war noch schnell in einem Schreibwarengeschäft auf dem Nachhauseweg und habe einen Mietvertrag geholt. Machen wir es doch am besten gleich offiziell. Oh, mein Ex hat immer darauf gedrungen, alles schriftlich zu bekommen. Meine Güte, ist der Rechtsanwalt oder einfach nur misstrauisch? Beides. Er hätte mich jahrelang betrügen können, ich weiß es nicht. Er streitet es ab. Und ehe ich es nicht selbst herausgefunden hatte, hätte ich es nicht für möglich gehalten. Viel zu vertrauensselig. Das bin ich auch. Es wird Zeit, all das zu ändern. Also auf uns. Und darauf glücklich zu werden. Dieses Haus hat mich immer glücklich gemacht. Ich habe mit ganzer Seele dafür gesorgt, daraus einen Ort zu machen, an den meine Familie immer gern zurückkehrt. Und es hat funktioniert. Bis es eines Tages nicht mehr funktioniert hat. So, genug davon. Zeit zum Aufräumen. Mrs. Young, Ihr Zuhause ist einfach perfekt.
Ich bin sehr froh, ein bisschen daran teilzuhaben. Sie werden sich jetzt ausruhen, ja? Dies ist meine Unordnung und die werde ich beseitigen. Nein, ich möchte es tun. Ich mache es sogar gern. Niemand macht solche Sachen gern, also wirklich. Sie haben gekocht, also werde ich auch freuen. Ja, ich habe die Unordnung angerichtet. Ich mache sie wieder Sorge. Weg. Nein, lassen Sie mich ruhig. Ich kann es nehmen. Oh, nein. Oh Gott, Scheiße. Oh, bitte. Es tut mir so leid. Es ist nur meine Schuld. Es tut mir schrecklich leid. Ist in Ordnung. Es war nur ein Versehen. Aber das Glas hat ihrer Mutter gehört. Ja, ich weiß. Vielleicht sollte es so sein. Vielleicht wird es Zeit. Wieso? Für was denn? Die Vergangenheit loszulassen. Du meinst also nicht, ich habe es mit den Rosen übertrieben? Nein, ich finde es wundervoll. Ganz egal, zu welcher Jahreszeit. Für mich sind Rosen einfach ein Traum. Dann gefällt es dir so. Soll das ein Scherz sein? Du hast diesen Garten zum Leben erweckt. Ich danke dir dafür. Gern geschehen. Ich schaffe dir ein Paradies. Was habe ich vergessen? Ach, da liegt es ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte denken Sie dran. Machen Sie alle Fenster zu, verschließen Sie beide Türen, lassen Sie die Katze nicht raus und stellen Sie die Alarmanlage an, bevor Sie weggehen. Hey, ich glaube, ich höre schon sämtliche Glocken läuten. Was? Sie haben einen Freund, richtig? Ich habe ein Rendezvous mit dem Gärtner. Ah, so ähnlich wie Lady Chatterley, oder? Eigentlich ist er Landschaftsarchitekt, aber wie dem auch sei, ich weiß nicht, was ich treibe. Das ist alles völlig neu für mich. Ich habe seit der Uni kein Rendezvous mehr mit einem Mann gehabt. Sie haben sich nicht verändert. Ich hoffe nur, es ist wie Schwimmen oder Fahrradfahren. Ich hoffe, dass man sowas nicht verlernen kann. Es klappt schon. Das Wichtigste ist, dass er sie nett behandelt. Bis später. Bis dann. Die Schlüssel. Danke. Bis später. Hey, wie geht's dir? Gut, und dir? Sehr gut, danke. Hallo. Scheiße. Tut mir leid, was ist denn los mit dir? Siehst du den Kerl da in der orangen Jacke? Das ist der Typ. Da
Das ist mein früherer Vermieter. Ich habe das Gefühl, er verfolgt mich. Ich sag dem Campus-Sicherheitsdienst. Nein, lass es! Die können was, ihn vom Gelände begleiten und dann? Du musst mir helfen, hilfst du mir? Bitte. Ja. Was ist los? Suchen Sie jemanden? Ja, eine gewisse Lara Lewis, die arbeitet hier im Labor. Sie ist nicht mehr hier. Sie hat ungefähr vor einer Woche aufgehört. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Nein, sie hat die Uni verlassen. Sie ist einfach verschwunden. Irgendeiner hat gesagt, sie ist ganz plötzlich nach Chicago gegangen. Chicago, hä? Danke, vielen Dank. Ich danke dir, Alan. Gern geschehen. Was für schöne Blumen. Sind die von Ihrem Gärtner? Nein. Die sind von mir für Sie zum Dank für das Essen. Die sind wunderschön. Ich danke Ihnen. Ach, übrigens, Sie haben das Wohnzimmerfenster heute früh weit offen stehen lassen. Hoppla. Und Sie haben die Alarmanlage nicht angestellt. Entschuldigung. Jemand hätte einbrechen können. Glauben Sie mir, ich weiß das. Es tut mir leid. Sie müssen besser auf... Ich hab doch gesagt, dass es mir leid tut! Glauben Sie mir, es tut mir leid, okay? Mein Gott, was ist denn los mit Ihnen? Es tut mir schrecklich leid, wirklich. Es liegt nicht an Ihnen, es liegt an mir. Es gibt was ich Ihnen nicht erzählt habe. Der Grund, warum ich ausziehen musste, ist, dass ich von meinem früheren Vermieter belästigt worden bin. Er ist ins Badezimmer eingedrungen, als ich in der Badewanne lag und er... Sie arme Kleine. Es tut mir so leid für Sie. Es geht schon, es geht schon. Meine Kleine. Ich habe meine Patientennummer nicht hier. Nein. Und wie wäre es? Können Sie nicht im Computer nach meinem Namen suchen? Lara Lewis. L-E-W-I-S. Danke, ich warte so lange. Wenn du schon dabei bist, solltest du dir ein Aufputschmittel bestellen. Was? Naja, ab morgen fangen wir mit der Nachtschicht an. Und du meinst wirklich, du kommst damit zurecht? Ist das ein Scherz? Das wird toll. Da habe ich mein Haus für mich allein den ganzen Tag. Und wir werden das Labor für uns allein haben, die ganze Nacht. Was? Nein, das kann ich nicht. Nein, mein Arzt ist nicht da und ich benötige so schnell wie... Hören Sie, vergessen Sie es, okay? Es bringt nichts. Hey, Lara, ich hab gedacht, weißt du, vielleicht könnten du und ich zum Beispiel... Alan? Willst du mich anbaggern oder was? Das wohl. Patty! Sie sind aber früh zu Hause. Warum sind Sie nicht im Geschäft? Und warum sind Sie nicht im Labor? Ich habe neue Zeiten. Komm her, ich will dir die neuen Rosenknospen zeigen. Ja, nur eine Sekunde. Danke sehr nett. Wie können Sie sich einfach etwas nehmen, was Ihnen nicht gehört? Was denn? Dieser Wein ist ein Geschenk von meiner Tochter gewesen.
Der Wein. Es tut mir leid. Ich dachte, Sie meinten damit vielleicht Steve. Ich habe es eilig. Ich rufe dich später an, Patty, okay? Mhm. Also, ich muss mich wirklich entschuldigen. Ich habe diese Flasche wohl mit einer von meinen verwechselt. Für jemanden, der erst kürzlich überfallen wurde, erholen Sie sich recht schnell. Naja, es gehört zu meinen Stärken, dass ich mich schnell erholen kann. Oh ja, das sehe ich. Nur tun Sie es nicht mit meinen Freunden. Patty, wie gut kennen Sie Steve? Was soll diese Frage? Der Wein hat keinen besonders guten Nachgeschmack. Danke. Lara? Lara, wir müssen miteinander reden. Ich habe jetzt keine Zeit. Es ist aber wichtig. Nur einen Moment noch. Patty? Nehmen Sie das als Ersatz für die, die ich genommen habe. Es tut mir leid, das war eine Verwechslung. Ich... Danke sehr. Wir haben ein Problem. Es ist nicht meine Schuld. Steve hat sich an mich rangemacht. Nein, es geht nicht darum. Sie sind naiv, wenn Sie denken, ich bin diejenige, die versucht hat, ihren Freund... Die Betriebskosten sind enorm gestiegen. Ich habe keine Wahl. Ich muss Ihre Miete erhöhen. Das können Sie nicht. Doch, das kann ich. Entschuldigen Sie, in unserem Vertrag steht was anderes. Wir hatten eine Vereinbarung. Die Zentralheizung sollte ausbleiben. Aber dieser Vertrag, den ich unterschreiben musste, schließt alle Nebenkosten ein. Ich kann es mir nicht leisten. Naja, ich kann mir keine Mieterhöhung leisten. Dann halten Sie lieber nach einer anderen Unterkunft Ausschau. Nein. Ich kann hier bis Juni wohnen. Und ich habe eine Option auf weitere 12 Monate. Ich weiß, was in dem gottverdammten Vertrag steht. Wirklich? Oder haben Sie ihn nicht genau gelesen und sind deswegen stinksauer auf sich? Hast du den Mietvertrag durchgelesen? Ja, natürlich. Na, dann weißt du ja, dass du ihr das Recht eingeräumt hast, das ganze Haus zu nutzen. Das ganze Haus. Du hast nicht spezifiziert, dass sie nur ein Zimmer mietet. Das war eine mündliche Vereinbarung. Die von deinem schriftlichen Vertrag auf jeden Fall aufgehoben wird. Sie verhält sich vertragsgerecht. Das Gesetz begünstigt den Mieter. Also, und was soll ich jetzt machen? Du könntest sie aussperren, aber das würde ich dir nicht empfehlen. Was würdest du mir empfehlen? Versuch damit klarzukommen. Das ist deine Expertenmeinung, Benny? Die Alternative wäre, Miss Lewis auszuzahlen. Ich soll dafür bezahlen, dass sie auszieht? Auf lange Sicht wäre das der schnellste und billigste Weg. Eine Räumungsklage dauert Monate. Ich komme mir so dumm vor. Wie bin ich bloß in diese Klemme geraten? Ist durcheinander. Du machst gerade eine Scheidung durch, Patty. Da wir gerade davon reden, Rays Anwalt hat mich angerufen. Ray möchte das Gemälde haben. Welches Gemälde? Ich weiß nicht, irgendwas im Eingangsbereich deines Hauses. Auf keinen Fall, ich liebe dieses Aber Bild. Du hast dieses Bild, hat Jill er gesagt. Du hast dieses Bild, deswegen, das zeigt doch wieder, wie gut er dich kennt. Ich kümmere mich Sag um die ihm. Sache, okay? Zurück zu dieser Mietangelegenheit, ja? Versuch, etwas lockerer an die Sache ranzugehen. Lara? Lara? Dir das anzutun, kleiner Kerl. Ich werde dich vermissen.
lassen. Entschuldige, Romeo. Jetzt du. Ja? Jetzt bist du dran. Na komm. Gut, ich begnadige dich. Habe ich Sie aufgeweckt? Nein. Kann ich mit Ihnen reden? Ja, sicher. Kommen Sie hier. Ich weiß, diese Situation ist nicht das Richtige für Sie. Und ich habe die Schuld. Ich habe noch nie so deutlich gespürt, was Privatsphäre für mich bedeutet. Und ich glaube, Sie brauchen mehr Raum. Ich hätte dieses Zimmer nie vermieten sollen. Ich bin bereit, die Umzugskosten für Sie zu zahlen und noch etwas zusätzlich. Darüber können wir sprechen. Und wenn Sie möchten, helfe ich Ihnen, ein neues Zimmer zu finden. Also Sie fordern mich auf, auszuziehen? Ja. Und ich biete Ihnen Geld dafür an. Ich kann jetzt im Moment nicht damit umgehen. Können wir morgen darüber reden? Bitte. Na schön. Patty? Ja? Gute Nacht. Nacht. Mach dir keine Sorgen, Romeo. Wir kriegen das schon hin. Alles wird gut, ganz bestimmt. Begabung, alles herumzudrehen. Ich merke plötzlich, dass sie mir sogar leid tut. Ich war fest entschlossen, sie loszuwerden. Sie hat so eine Art drauf, wie ein armes Opfer auszusehen. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. War ich immer schon so unentschlossen? Nein, du warst dir deiner immer sehr sicher. Und dann hast du die falsche Entscheidung getroffen. Ich habe keine Ahnung, wieso ich dir das alles erzähle. Weil ich die Einzige bin, die dir zuhört. Mal im Ernst, du gibst ihr noch eine Chance. Aber wenn sie dich wieder ausnutzt, dann musst du einfach mal an dich denken. Deswegen hast du dich doch von Ray getrennt. Denk daran. Ja, mach ich. Es ist nur manchmal leichter, alles zu vergessen. Telefonierst du vom Auto aus? Ja. Ich dachte, wir öffnen den Laden um 9.30 Uhr. Ja, das tun wir auch, aber ich habe einen Schlüssel vergessen. Wie konntest du den vergessen? Du weißt doch, wie wichtig... Oh, ich glaube, die Verbindung ist unterbrochen. Lügnerin. Thank you.
Ihnen ein? Was machen Sie in meinem Zimmer? Ich war nicht in Ihrem Zimmer. Lügen Sie mich gefälligst nicht an. Ich habe Sie am Auskommen sehen. Sie wollen zu Hause sein. Sie gehen mir jetzt aus dem Weg. Es kotzt mich an, wie Sie mich rumkommandieren. Tun Sie dies, tun Sie das. Ich kenne meine Rechte. Ich werde Sie vor Gericht bringen. Sie bringen mich vor Gericht. Sie sind in mein Zimmer gegangen und Sie haben mir mein Radio weggenommen. Ihr Radio? Sie lassen mich jetzt durch. Sie haben gesagt, Sie sind tagsüber nicht hier und dass ich das Haus für mich alleine hätte, dass es mein Haus ist. Und jetzt wollen Sie mich dafür bezahlen, dass ich hier verschwinde? Ja, ich will, dass Sie aus meinem Haus verschwinden. Entschuldigen Sie. Sie haben weder den Mut noch das Geld, um mich aus Ihrem Haus rauszukriegen. Wie konnte ich nur so dämlich sein und Sie in mein Haus reinlassen? Woher weißt du, dass Lara es getan hat? Gab's nicht mal einen Film, in dem der Killer die Rosen geköpft hat? Die Frau ist in meinem Schlafzimmer gewesen. Gut, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass Wieso sie das hier getan hat. Wieso verteidigst du sie? Das mache ich du nicht. Du und meine Tochter. Ich sag ihr, Lara war in meinem Zimmer und sie sagt, wie schrecklich. Also ich meine doch nur, dass... Steve! Die Sache geratzt, Romeo. Ihr Termin für 10 Uhr ist da. Sagen Sie ihm, ich komme gleich. Hier. Guten Tag. Ich bin Ray Young. Hallo, Lara Lewis. Ich bin eine Freundin Ihrer Tochter. Sie hat mir geraten, dass ich zu Ihnen kommen soll. Oh, toll. Dann wird sie jetzt Provisionen wollen. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Danke. Was kann ich für Sie tun? Naja, also ich habe ziemliche Probleme mit meiner Vermieterin. Und Jill hat gesagt, wenn mir jemand helfen kann, dann sind Sie das. Hier ist der Mietvertrag. Es gibt Probleme mit den Abflussrohren. Sie hat die Heizung ausgestellt. Ich darf die Waschmaschine und den Trockner nur zu gewissen Zeiten anstellen. Und jetzt sagt sie, entweder ich ziehe aus oder sie will die Miete erhöhen. Aber ich wohne da erst seit 1,5 Monaten. Warum ziehen Sie nicht aus? Naja, ich kann mir nicht leisten, gleich wieder umzuziehen. Schön, und wo wohnt diese Mrs. Brown? Sie hat ein Apartment in Palm Springs, aber die Post geht immer an das Haus, in dem ich lebe. Sie taucht dauernd unerwartet bei mir auf, verstehen Sie? Naja, wir könnten Sie verklagen, falls Sie die Kosten für das Verfahren aufbringen können. Nein, ich bin noch Studentin. Vielleicht verlange ich zu viel von Ihnen. Und wenn es unverschämt ist, sagen Sie es mir einfach, aber... Vielleicht könnten Sie einen Brief an sie aufsetzen? Das ist keine üble Idee. Hat sie sie jemals bedroht? Noch nicht, aber das könnte passieren. Sie ist nicht der ausgeglichenste Mensch, den ich kenne. Also, wenn das so ist, knallen wir ihr eine einstweilige Verfügung hin und halten sie vom Haus fern. Sie meinen, das könnten wir tun? Darauf können Sie ihr reizendes Gesicht verwetten. Jill hatte absolut recht. Sie sind wirklich wundervoll. Oh, danke sehr. Und wenn sie die Abflussrohre nicht reparieren lässt und die Heizung nicht anstellt, dann werden wir sie dem Gesundheitsamt melden. Aber als erstes schreibe ich ihr einen Anwaltsbrief, bei dem ihr Hören und Sehen vergeht. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Oh, es war mir ein Vergnügen. Also Sie nennen meiner Sekretärin die Adresse und ich schreibe heute noch diesen Brief für Sie. Einverstanden? Ja, super. Und sagen Sie meiner Tochter, sie soll mich auch mal anrufen, wenn sie kein Geld braucht, ja? Okay. Okay? Ich danke Ihnen. Machen Sie es gut.
Dieser Scheck ist am Montag eingegangen. $1,750 an Lara Lewis. Diesen Scheck habe ich nie ausgestellt. Das ist, diese Frau ist meine Untermieterin. Sie hat meine Unterschrift gefälscht. Unsere Betrugsabteilung wird der Sache nachgehen. Ja, aber mein Geld? Das hängt davon ab, was die herausfinden. Bis dahin kann ich nichts unternehmen. Kann ich noch mit einem anderen reden, dem Filialleiter oder so? Natürlich, aber der sagt Ihnen genau dasselbe. Aber was denn? Sie haben doch gar nichts gesagt. Sie werden geduldig sein müssen. Diese Dinge gehen nicht so schnell. Ich bin heute bei der Bank gewesen. Ja, und was ist? Den habe ich doch von Ihnen. Sie haben meine Unterschrift gefälscht. Sie sind bescheuert. Sie haben hier am Tisch gesessen und ihn ausgestellt und ich habe Ihnen dabei zugesehen. Erinnern Sie sich nicht daran? Nein, ich habe diesen Scheck nicht ausgestellt. Sie beschuldigen mich der Unterschriftenfälschung? Allmählich habe ich wirklich die Schnauze voll von Ihrer Spinnerei. Das hier ist von meinem Anwalt. Der ist ja von meinem Ex-Mann. Hat er sie hergeschickt? Steckt er hinter diesen Sachen? Mr. Young ist zufälligerweise mein Anwalt. Ich bin eine sehr gute Freundin. Er ist ein interessanter Mann. Und jetzt verschwinden Sie hier. Gehen Sie mir aus den Augen. Sie sollen verschwinden! Nicht tun, Romeo. Was sollen wir jetzt mit ihr machen, Herr Schätzchen? Hier im Haus. Hat Lara vielleicht Besuch? Mama? Mama, bist du noch da? Sie sind jetzt direkt hinter der Tür. Mama, ruf die Polizei an! Machen Sie auf! Hier ist die Polizei. Ist da jemand drin? Hallo? Hallo? Komm, wir verschwinden. Okay. Polizeinotrufzentrale? Hallo? Hallo? Hier spricht die Polizei. Kann ich Ihnen helfen? Entschuldigung, ich habe mich geirrt. In Ordnung, Madame. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich meine, ich habe gedacht, sie will mich umbringen. Wenn sie so betrunken ist, wie Sie sagen, ist sie jetzt wahrscheinlich weggetreten. Aber falls sie noch mal bedrohen sollte, rufen Sie uns sofort an. Danke sehr, ja, mache ich. Wiedersehen. Ich danke Ihnen. Alles klar. Und Vorsicht. Young, Sie können dort nicht hinein. Ja. Sie haben es gelesen. Sofort auf. Was? Ich habe gesagt, du sollst auflegen. Ich muss sie zurückrufen. Sag mal, bist du jetzt komplett durchgedreht? Mistkerl, schläfst du etwa auch mit ihr, ja? Ich weiß nicht, von wem du redest. Nein, das weißt du nicht. Bei all den Weibern, die du nebenbei zu deiner implantierten Puppe aufgabelst, in Clubs, auf der Straße oder sonst wo, da verliert man wohl den Überblick. Wovon redest du, verdammt nochmal? Miss Lewis. Lara? Sie ist Jills Freundin. Was? Wer hat dir das erzählt? Lara. Sie ist meine Mieterin. Deine Mieterin? Ich hatte ja keine Ahnung, dass du es... Du schon so lange, dass du wahrscheinlich glaubst, was du sagst. Reingelegt hat sie mich. Sie hat mir erzählt, ihre Vermieterin wäre eine Judith noch was in Palm Springs. An die habe ich den Brief auch adressiert. Du kannst in meinen Akten nachsehen. Scheiße. Kanntest du die Frau vorher? Ich meine, du lässt jeden X-Beliebigen in unser Haus einziehen. Ich habe den Vertrag gelesen.
Sieht schlecht aus. Du könntest Ärger bekommen. Ich hoffe, bei den Verträgen für das neue Geschäft bist du vorsichtiger. Es ist wichtig, dass du sie genau durchliest. Und wenn du etwas nicht verstehst... Ray, sei nicht so herablassend. Ich bin beunruhigt. Das ist es. Ich habe dir das Startkapital gegeben. Dieses Geld bist du mir schuldig für alle... Fang hysterisch zu werden. Ich bin nicht hysterisch. Ach nein. Letzte Nacht hast du unsere Tochter zu Tode erschreckt. Sie wollte mitten in der Nacht 2 Stunden fahren, um dich zu retten. Und dann rufst du wieder bei ihr an und du sagst... Oh, es war falscher Alarm. Wo hast du nur deine Gedanken, Patty? Was tust du? Ist alles in Ordnung? Ja, ja, sicher. Ich möchte mit dir reden. Ich hab doch ein Telefon. Hört mal, ich komm nach, okay? Ja, ist gut. Ich wollte dich unbedingt sehen. Dein Vater hat gesagt, ich habe dich gestern Nacht beunruhigt. Ich möchte dir sagen, dass es mir leid tut. Ist schon gut, Mama. Vergiss es, ja? Das kann ich nicht. Er hat mir vorgeworfen, dass ich hysterisch bin. Ja, du bist tatsächlich über 100 Meilen gefahren, nur um dieses Gespräch zu führen. Jill. Was ist los, Mama? Soll das vielleicht eine Art Lebenskrise sein? Findest du, dass ich in der Sache mit Lara überreagiere? Ich muss in die Vorlesung. Jill, sag mir doch die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Du kannst dich vor der Reise nicht drücken. Du musst diese Seite des Geschäfts kennenlernen. Und du musst raus aus der Stadt und etwas Abstand zu dieser Lara-Geschichte gewinnen. Mit der ich, wie meine Tochter sagt, übertreibe. Naja, sie ist ein Kind, davon versteht sie nichts. Auf jeden Fall, hier geht's nicht um deine Tochter. Es geht nicht um Jill, es geht nicht um Lara, es geht um dich. Und du musst diese Reise machen, für dich persönlich und fürs Geschäft. Und du musst endlich raus aus diesem Haus. Hör auf, mir Vorträge zu halten. Sonst verpasse ich noch meinen Flug. Ich danke Ihnen. Dir dieses Bett. Zeit für ein Schläfchen. Komm. Ist ja gut. Ach, komm her. Alles in Ordnung. Romeo? Romeo? Romeo, wo bist du, mein Kleiner? Romeo? Tu mir das nicht an! Romeo, wo bist du? Versteck dich nicht vor mir! Romeo! Was?
Jessica, los, verschwinde! Ich mach dein Käfig sauber, Kleiner. Komm doch zurück. Dr. Margolis, bitte. Ja, Lara Lewis. Hallo, ich brauche neue Tabletten für mein Rezept, aber die Apotheke behauptet, es wäre abgelaufen. Nein, dafür habe ich keine Zeit. Nein, Sie verstehen mich nicht. Ich brauche Sie jetzt sofort. Ich sehe nicht ein, dass ich ein Gespräch mit ihm führen muss, nur weil ich... Nicht die Notrufnummer. Geben Sie mir die Notrufnummer des Gesundheitsamtes. Ja. Mitteilung des Gesundheitsamtes an Patty Young. Folgende gesundheitlich relevanten Mängel. Toilette überschwemmt, blockierte Abfluss oder Abwasserrohr, Rohrleitung falsch verlegt. Bitte rufen Sie unser Büro zwecks Terminvereinbarung an. Wird dies unterlassen, müssen Sie mit einer schweren Bestrafung rechnen. Meine Dusche ist kaputt. Wenn Sie gestatten, ich nehme ein Bad. Entschuldigen Sie. California und Maine, Patty Young hier. Hallo, hier ist Frank Lloyd, der Klempner. Sie haben gesagt, jemand ist da und lässt mich rein? Es ist jemand da. Haben Sie geklingelt? Mindestens 10 Mal. Hören Sie, Madam, ich muss heute noch zu 3 Kunden. Warten Sie auf mich, Mr. Lloyd. Ich werde Sie selbst reinlassen. Tut mir wirklich leid. Was sagen Sie dazu? Dieser Hut. Der sieht toll aus. Hören Sie, bei mir gibt's einen Notfall. Ich muss sofort weg. Wollen Sie das Kleid kaufen? Ja. Macht's Ihnen was aus, es anzubehalten? Sie haben es so eilig, ja? Ich gehe 10% mit dem Preis runter und den Hut kriegen Sie dazu. Sie können morgen bezahlen. Sind Sie damit einverstanden? Okay, ich hole noch schnell meine Sachen. Vielen Dank. Ah!
Ich will diese Irre aus meinem Haus haben. Sie kriegt eine Räumungsklage. Das dauert wenigstens 6 bis 8 Wochen und es könnte zusätzliche Vergeltungstaten provozieren. Mein Chef leidet darunter. Ich habe Angst, mein eigenes Haus zu betreten. Ich hatte gerade angefangen, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und das lasse ich mir nicht kaputt machen. Das sollst du ja gar nicht. Ich möchte dich nur darauf hinweisen, dass es klüger sein würde. Schick die scheiß Räumungsklage raus. Sie befreundet sind, aber es gibt Seiten an Lara, die Sie wahrscheinlich nicht kennen. Ich habe gehört, dass Sie beide sich nicht gut verstehen. Nur ich will mich da nicht mit reinziehen lassen, okay? Sie haben positiv über Sie geurteilt, also sind Sie bereits in den Fall verwickelt. Sagen Sie mir die Wahrheit. Können Ihre Bakterien eine Katze töten? Warum fragen Sie mich danach? Meine Katze ist an einer bakteriellen Infektion gestorben. Ich weiß, dass Lara mit giftigen Bakterien zu tun hat. Sie sind ziemlich unverschämt. Lara liebt Tiere. Sie würde ihrer Katze nie was antun. Lara hat Probleme. Ich muss mit ihrer Familie Kontakt aufnehmen. Keine Ahnung, ich kenne ihre hat Familie nicht. Hat sie niemals ihren Vater erwähnt? Ich glaube, er ist Chefkoch. Hören Sie, ich muss noch die letzten Stunden von einer Doppelschicht schaffen. Was dagegen? Ja, allerdings, ich brauche Informationen von Bakterien Ihnen. Bakterien kommen nicht raus meine aus dem Katze Labor. Meine Katze ist tot. Lara war als einzige was? Da, Herrgott noch mal. Sie ist eine psychisch gestörte Frau. Die einzige psychisch reichlich gestörte Frau, die ich sehe, sind Sie. Entschuldigen Sie mich. Nicht zu fassen. Diese Frau ist total verrückt. Meinst du mich oder Lara? Ich hatte ja gar keine Ahnung. Mama, ich habe an dir gezweifelt. Entschuldige. Mann, ich bin so dumm gewesen. Verzeihst du mir? Komm mit und hilf mir. Ich werde in meinem Schlafzimmer ausharren. Das ist doch ein Wahnsinn. Sie zerstört das ganze Haus. Ich habe sehr viele Fotos gemacht. Das sind alles Beweise gegen sie. Ich muss einfach nur in Ruhe abwarten. Hast du denn keine Angst? Ein bisschen. Aber ich werde dir unser Haus nicht allein überlassen. Mama, vergiss doch endlich das Haus. Wieso wohnst du nicht bei mir? Ich meine nur so lange, bis sie rausgeklagt ist. Du und ich und Peter, das wäre ja kuschelig. Nein. Dieses Haus ist sehr wichtig für mich. Du bist hier aufgewachsen, Jilly. Es ist voll von Erinnerungen. Ich lasse nicht zu, dass diese Frau sie zerstört. Du hast mir nie erzählt, dass dein Vater Chefkoch ist. Ich möchte eigentlich nicht über ihn sprechen. Okay. Und was ist mit deiner Mutter? Hat sie gearbeitet oder war sie immer zu Hause? Wir hatten kein richtiges Zuhause. Wart ihr obdachlos? Lass diese Fragen, Ellen, okay? Tut mir leid. Es ist nur so, dass ich dich besser kennenlernen will. Nein, lieber nicht.
Aber warum nicht? Lara, wirklich, ich werde dir nie wehtun. Hör jetzt auf, verstanden? Was ist? Ich versuche doch nur... Hör auf! Ach du Schande, was war das denn? Sie ist eine Verrückte, so geht das hier jede Nacht. Weißt du, sie glaubt, du hast ihre Katze getötet. Sie hat sie getötet. Hör zu, wenn die irre ist, dann könnt ihr dir doch... Vergiss sie doch einfach! Patty Young? Sind Sie Patty Young? Ja. Ich habe Ihre Nachricht erst jetzt gefunden. Ich war verreist. Sie waren Laras Vermieter? Ja. Hat sie sich schon überall eingenistet? Ja, aber woher wissen Sie das? Sie war Mieterin in meinem Gästehaus. Als ich wegfahren musste, hat sie mir angeboten, die Pflanzen zu gießen. Also habe ich ihr die Schlüssel gegeben. Danach war es so, als würde das ganze Haus ihr gehören. Und wie sind Sie sie losgeworden? Ich habe sie rausgeworfen. Als sie in meiner Badewanne lag, war Feierabend. Genau das Gleiche hat sie bei mir auch gemacht. Nachdem sie weg war, habe ich die hier gefunden. Also mein Schwager ist Psychologe und der sagt, dass man die nimmt, um bestimmte Krankheiten in den Griff zu kriegen. Psychosen, Wahnvorstellungen, Paranoia. Er schätzt, dass sie aufgehört hat, sie zu nehmen. Gut, einen Moment bitte. Ja, sicher. Officer, dies ist mein Haus. Was ist hier los? Kennen Sie diesen Burschen? Nein, ich... Haben Sie ihn noch nie gesehen? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Lassen Sie ihn sofort los. Das ist mein Freund. Lassen Sie ihn los. Ist das etwa Peter, Schätzchen? Ja, wir wollten dich überraschen und mit dir essen gehen. Nur ich hatte noch eine Vorlesung. Dieses dumme Schwein wollte mich angreifen. Das ist nicht wahr. Wirklich, Mama. Ihr habt ihn hergeschickt, um mich einzuschüchtern. Soll ich diese Frau mich erst umbringen, bevor ihr merkt, wie gefährlich sie ist? Du hältst den Fällen an, so wie man das Ecke. Das ist ja angerührt. Ganz ruhig. Officer, bitte sagen Sie mir, was passiert ist. Die junge Frau hat uns angerufen und gesagt, dass sie belästigt worden ist. Sie hat völlig den Verstand verloren. Sie ist... Sie ist verrückt. Wissen Sie, ich gehe abends ins Bett und frage mich, ob sie mich wohl umbringen wird, während ich schlafe. Sie können ihn doch nicht einfach verhaften. Können Sie sie nicht einfach verhaften? Leider Gottes geht das nicht. Sie ist psychisch krank. Naja, also sie... Sie... Es sei denn, sie tut mir was an. Sie können Anzeige gegen sie erstatten. Wollen Sie das machen? Also, eines könnten Sie vielleicht versuchen. Bis zur Verhandlung über die Räumungsklage gegen Sie kann ich keinen Aspekt des Falles besprechen, Miss Lewis. Das verstehe ich, Euer Ehren, aber ich habe wirklich Angst, ich werde bis dahin nicht überleben. Letzte Nacht musste ich schon zum zweiten Mal die Polizei holen. Die Situation eskaliert täglich. Ich hatte gehofft, ich würde eine einstweilige Verfügung gegen Sie erreichen. Miss Lewis, solche Dinge können wir nicht einfach aushändigen. Das ist ein sehr schwieriges Verfahren. Und das hier ist eine sehr schwierige Situation, Euer Ehren. Ich soll doch wohl nicht in Todesangst leben, oder? Oder doch? Nein. Sie erhalten eine einstweilige Verfügung, aber nur bis Montag. Dann werde ich beide Parteien anhören. Und bis dahin, Miss Lewis, versuchen Sie, die Lage nicht noch zu verschlimmern. In Ordnung? Nein, natürlich nicht, Euer Ehren. Schönen guten Abend, Mrs. Young. Wir haben einen Anruf erhalten, dass Sie Hausfriedensbruch begehen. Hausfriedensbruch? Wieso? Was meinen Sie? Haben Sie die EWV nicht erhalten? Ich weiß gar nicht, was das ist. Da hören Sie es, sie lügt. Schon wieder. Ich fürchte, dies ist ein rechtsgültiges Dokument. Das ist total lächerlich. Sie können nicht einfach jemanden aus seinem Haus holen. Officer, haben Sie nicht vor, das durchzusetzen? Ich gebe Ihnen ein paar Minuten, damit Sie Ihre Sachen packen können und ein paar persönliche Kleinigkeiten.
Und dann müssen Sie das Grundstück verlassen. Das Grundstück verlassen? Was ist denn los mit Ihnen, verdammt nochmal? Das ist mein Zuhause, kapiert? Ehren. Meine Mandantin besitzt und bewohnt ihr Haus seit 20 Jahren. Sie hat Miss Lewis lediglich ein Zimmer vermietet. Herr Rechtsanwalt, das ist im Vertrag nicht spezifiziert. Bei allem Respekt, Euer Ehren. Das ist kein Grund, sie aus ihrem eigenen Haus zu vertreiben. Dies ist nichts weiter als ein Vergeltungsakt für die Räumungsklage. Miss Lewis? Euer Ehren, diese Frau hat mir das Leben zur Hölle gemacht, und zwar durch ständige Drohung und Belästigung. Sie ist gefährlich. Und es ist nicht das erste Mal, dass sie sich so verhält. Sie ist schon mal erwischt worden, weil sie in die Wohnung ihres Ex-Mannes eingebrochen war. Es ist aber nie Anklage erhoben worden. Dies ist eine Androhung vom Gesundheitsamt, weil sie die Heizung abgestellt hat und die Abflussrohre nicht reparieren lassen wollte. So warten Sie nicht. Nur einen Augenblick, Herr Anwalt, bitte. Hier ist ein Brief, den mein Anwalt ihr geschickt hat. Offensichtlich hat sie ihn ignoriert. Warum ist Ihr Anwalt heute nicht hier? Mehr als eine Stunde Beratung konnte ich mir nicht leisten, Euer Ehren. Der ist von meinem Ex-Mann. Sie hat ihn reingelegt, bitte. Sie müssen nur zum Hörer greifen und ihn anrufen. Mrs. Young, das Gericht unternimmt keine Telefonanrufe. Patty, das war nicht sehr hilfreich. Euer Ehren, Miss Lewis hat dem betreffenden Rechtsanwalt falsche Angaben unterbreitet. Er kann uns eine eidesstattliche Erklärung vorlegen. Wir haben auch eine ihres früheren Vermieters, die besagt, dass sie sich dort in ähnlicher Weise verhalten hat. Mein früherer Vermieter hat versucht, mich zu vergewaltigen, Euer Ehren. Oh, mein Gott! Euer Ehren! Augenblick! So, es reicht. Setzen Sie sich bitte. Da die Räumungsklage noch anhängig ist, werde ich mich zu den Punkten, um die es dort geht, nicht äußern. Mrs. Young, ich werde die Anordnung derart ändern, dass Sie nach Hause zurückkehren können. Aber Sie müssen mit gewissen Einschränkungen leben. Nein, Euer Ehren, ruhig, nur die Ruhe, Mr. Simpson. Miss Lewis, Sie dürfen die obere Etage zu keiner Zeit betreten und nach 7 Uhr morgens auch keinen anderen der abgeteilten Bereiche des Hauses. Mrs. Young. Sie dürfen sich nur zwischen 9 Uhr morgens und 19 Uhr im Untergeschoss aufhalten und das auch nur, um das Haus zu betreten oder zu verlassen. Hat noch irgendjemand irgendetwas nicht verstanden? Bei allem Respekt, Euer Ehren. Es handelt sich um Ihr Haus. Und um meinen Gerichtssaal. Hören Sie gut zu, meine Damen. Wenn eine von Ihnen irgendwie, aus irgendeinem Grund, gegen diese Anordnung verstößt, dann werde ich diejenige sofort zur Räumung des Hauses verurteilen. Ist Ihnen das klar? Warten wir bis zur Verhandlung über die Räumungsklage? Oh ja, ich hoffe, die läuft besser als diese hier. Es ist nicht Ihre Zeit. Ich bringe nur den Abfall runter. Sehen Sie, was passiert, wenn Sie was zu essen liegen lassen? Romeo! Thank you.
Nein, das hilft uns nicht. Aber sie hat gegen die Anordnung des Richters verstoßen. Das bringt uns nicht weiter. Dein Wort gegen ihr Wort. Was ist, wenn sie mich wirklich erstochen hätte? Brechte uns Hör das zu, weiter? Ich weiß, was du durchmachst. Nein, das weißt du nicht. Ich sage dir lediglich, dass wir Beweise brauchen. Aber Patty! Hör zu, in 2 Minuten habe ich eine Verhandlung. Ruf mich nachher an. Ja, mache ich. Aber nur, wenn ich dann noch lebe. Ich rufe aus Kalifornien an. Ich bin ein Freund Ihrer Tochter. Sie haben wohl den falschen Louis erwischt. Ich habe keine Tochter. Sie sind nicht mit Lara Louis verwandt? Lara? Sie ist in Kalifornien. Es geht ja doch gut, oder nicht? Nein, leider nicht. Nicht wirklich. Was ist denn los? Und warum hat sie meinen Namen angenommen? Ihren Namen? Tut mir leid, ich... Ihr richtiger Name ist Lara Lipsky. Wie gut kennen Sie sie eigentlich? Wir sind Freunde. Wir arbeiten zusammen. Sie hat auch mal für mich gearbeitet. Mann, was für ein schönes Mädchen. Aber wir hatten jede Menge Ärger. Wieso? In welcher Hinsicht? Sie hatte psychische Probleme. Meine Frau hat erzählt, Lara wollte sie einmal auf dem Parkdeck überfahren. Aber das habe ich ihr nicht geglaubt. Und was stimmt jetzt nicht mit Lara? Hallo? Hallo? Zimmer. Ich möchte, dass Sie hat jemand gesehen, wie sie angegriffen hat? Nein, aber sehen Sie sich mein Gesicht an. Ich glaube Ihnen, aber wenn ich Sie verhaften soll, brauche ich einen Beweis für Ihre Attacke. Sie verstoßen Sie. Sie war in der oberen Etage. Ich habe es gefilmt. Können wir es uns ansehen? Ja, sie hat es weggenommen. Sie ist in meinem Zimmer, Officer. Sie sind mein Zeuge. Führen Sie sie ab. Es ist vorbei, Lara. Halt! Sie sind verhaftet! Lass sie mich los! Sie sind verhaftet! Bringen Sie ins Auto. Ich komme gleich nach. Vorsicht, Ihr Kopf. Ich lasse noch einen Wagen herkommen. Die bringen Sie zur Notaufnahme. Ihr Gesicht sieht nicht gut aus. Eigentlich ist es mein Fuß, der höllisch wehtut, aber ich komme schon allein klar. Sind Sie wirklich sicher? Ja, ich bin ganz sicher. Thank you.
sehen Sie wirklich hinreißend aus. Oh, es ist wunderschön. Ja, toll. Ich werde meine Brautjungfern herschicken. Sehr gern. Dies ist ein hübscher Schleier. Wir könnten auch Ihre Trauzeugen einkleiden. Oh, das wäre ja großartig. Hallo. Hallo. Ich denke, das andere Kleid will ich auch noch anziehen. Ja, sicher. Es liegt ausgebreitet in der Kabine. Okay, danke. Mama, es tut mir so schrecklich leid. Oh, mein Liebling. Warum hast du mich nicht angerufen? Dafür ging alles viel zu schnell. Du siehst ja furchtbar aus. Ich danke dir. Du weißt, was ich meine. Geht's dir soweit gut? Ja, mir geht's gut. Und sie ist im Gefängnis? Mhm. Mama, ich bin bei eurer Trennung nicht für dich da gewesen. Und jetzt dieser Lara-Albtraum, es tut mir wirklich leid. Meine Kleine ist in Ordnung. Ray. Hallo. Alle Achtung, der Laden sieht toll aus. Ich danke dir. Hast du gut gemacht. Tragen die Leute denn wirklich solche Sachen? Es muss ziemlich anstrengend sein. Was? Sich dauernd wie ein Schweinehund zu benehmen. Nein, eigentlich nicht. Geht es dir gut? Ja. Schön. Der soll's sein. Es ist mir nicht schlecht gegangen, bis ich keine Tabletten mehr hatte. Ich wollte neue holen, aber die machen mich fahrig und unkonzentriert. Und ich bin Wissenschaftler. Ich muss mich konzentrieren. Aber wenn du sie regelmäßig nehmen sollst... Ich habe früher auch schon mal aufgehört. Ich meine, ich bringe es. Eine Zeit lang und dann kriege ich Angst und dann sehne ich mich nach Geborgenheit. So, wie man sie nur zu Hause erlebt. Ich möchte nur ein Zuhause haben, nicht diese Pillen. Aber je mehr ich versuche, mir ein Zuhause zu schaffen und mich besser zu fühlen, desto verwirrter werde ich nur. Und ich verliere den Halt unter den Füßen. Wieso hast du Bakterien aus dem Labor genommen? Ich wollte mich töten. Was sagst du? Du wolltest dir das Leben nehmen? Wieso denn? Ich hatte gesagt, dass ich das Medikament wieder nehmen will, aber... Die wollten mir nur ein Rezept geben, wenn ich wieder zum Psychiater gehe. Warum bist du nicht wieder hingegangen? Weil dir dann alles nur wieder hervorkramt. Was denn? Aber naja, die Vergangenheit... Ich kann nicht daran denken, was passiert ist. Ich kann's nicht mehr. Ich kann nicht. Wieso hast du dich mir nicht anvertraut? Wieso hast du mir nicht die Wahrheit gesagt? Ich hatte solche Angst. Du würdest mich hassen. Lara, ich könnte dich niemals hassen. Hör zu, Ellen, du musst mich rausholen, verstehst du? Ich werde zugrunde gehen, wenn ich hier nicht rauskomme, das schwöre ich dir. Wenn ich dich auf Kaution raushole, darf ich immer für dich sorgen? In Ordnung. Thank you.
Stimmt was nicht? Stimmt was nicht. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Ja, sicher, denn du denkst nur damit. Und leider bist du kein Genie. Das ist doch einfach nicht zu glauben. Vermissen Sie irgendwas?
Ich danke Ihnen. Treten Sie zurück. Vorsicht, bitte. Ich gehe jetzt nach Hause. Richtig Glück habe ich eigentlich nie. Thank you.